Meine Freunde nennen mich Diana Dragon. Diese Schlafmütze hier ist Steam. Und Rose kennt ihr ja bereits. Vorsicht, sonst brüllt Rose hier alles glitzeblank. Ich bin Felicity Fox. Das ist meine Tierfreundin Flick. Das sind unsere Freunde. Vanessa Deer, Hi. Sprint, Green Bunny, Twist, Hatter Peacock Hi. Und Flap. Hi. Willkommen in Wunderwald. Übrigens, heute Abend ist die jährliche schimmernde Schneeflocken-Sternshow in Schneetal. Das ist das spektakulärste Fest, was es hier zu sehen gibt. Möchtet ihr vielleicht unsere Ehrengäste sein? Wir haben euch gerade erst kennengelernt und schon ladet ihr uns zu einer Party ein? Ich liebe Wunderwald. Und ich liebe Partys. Aber wir können nicht feiern, noch nicht. Ihr habt erwähnt, dass ihr unsere Hilfe braucht. Was ist los? Es geht um die Königin. Wir waren bei der königlichen Zauberzeremonie auf der Königinneninsel. Wir betraten den Thronsaal, wo sie uns die Zauberkräfte verleihen sollte. Doch ihr Thron war leer. Wir suchten sie überall. Doch dann entdeckte Rose den königlichen Spiegel. War die Königin bei ihrem Stylisten? Dieser Spiegel ist kein gewöhnlicher Spiegel. Er ist verzaubert. Die Königin kann damit ihr gesamtes Enchantimals-Reich sehen. Auf das Fürsorge und Freundschaft in jedem von uns weiterleben. Ich schätze, Privatsphäre ist hier ein Fremdwort. Rose war so aufgeregt, als sie Wunderwald sah, dass sie einfach in den Spiegel sprang und durch ein verzaubertes Portal fiel. Also deswegen ist Rose auf einmal mitten auf dem Weg aufgetaucht. Wir wussten zwar, dass der Spiegel andere Welten der Enchantimals zeigt, aber wir hätten nie gedacht, dass er ein Portal ist. Oh. Ihr habt also Königin Daviana nie gefunden und eure Zauberkräfte? Sie hat sie uns nie gegeben. Ohne sie sind wir keine große Hilfe. Hey, einen Moment mal. Wir haben sie doch schon. Und wir brauchen sie ganz dringend. Kommt ihr mit zur Königinneninsel und sucht mit uns unsere Königin? Natürlich tun wir das. Wir lassen nämlich kein Abenteuer aus. Mädels, ich muss doch noch die ganzen Vorräte für die Sternshow zurück nach Schneetal bringen. Unsere ganzen Outfits, Snacks, die dunkelige Festtagsbeleuchtung. Mach dir keine Sorgen, denn Nessa, Sage und Kelpe haben doch das Sternmobil. Du kannst dir sicher sein, dass sie alles rechtzeitig abliefern werden. Siehst du? Aha. Sage ist eine ausgezeichnete Fahrerin. Okay, ich helfe euch, die Königin zu finden. Aber nur, solange wir rechtzeitig zurück sind, um die große Aurora in Schneetal zu sehen. Und wie kommen wir zur Königinneninsel? Durch euer magisches Regenbogenportal. Durch unser magisches was? Mora Mermaid. Wo immer du schwimmst, mögen dir stets freundliche Gezeiten folgen. Diana Dragon. Welche Stürme auch kommen werden, mögen Weisheit und Geduld deine ständigen Begleiter sein. Paulina Pegasus. Deine immerwährende Hoffnung und dein grenzenloser Enthusiasmus sollen ein Leuchtfeuer der guten Laune für alle sein. Und zu guter Letzt, Fallon Phoenix, mögen dein großes Mitgefühl und dein Mut für immer deinen feurigen Geist nähren. Und nun wollen wir feiern! Eure Majestät, wieso waren Bristol Bunny und Piola Pony so seltsam? Wir mussten doch den Plan von Königin Daviana geheim halten. Es war alles Teil der Zeremonie. Wir hätten nie erwartet, dass die Zauberanwärterinnen im fernen Wunderwald landen würden. Ja, ich muss zugeben, dass uns eure Ankunft hier vollkommen überrascht hat. Wir hoffen, ihr seid uns nicht böse. Nein, aber natürlich nicht. Lalala, Ladies! Ihr werdet mir niemals glauben, was für schöne Klamotten sie hier haben. Das ist eine königliche Offenbarung. Ich habe mich noch nie so inspiriert gefühlt. Das freut mich. Du kannst jederzeit meinen Kleiderschrank plündern, Petter. Das dürft ihr alle. Von diesem Tag an wird das Regenbogenportal von Wunderwald zur Königinneninsel für immer geöffnet sein. Vielen Dank. Schön. Vanessa Deer, denkst du gerade an die schimmernde Schneeflockensternshow in Schneetal? Es ist mein Job, diese Dinge zu erkennen. Du warst so fleißig, damit die Show dieses Jahr ausgezeichnet wird, nicht wahr? Ja, aber es ist zu spät. Selbst wenn wir durch deinen Spiegel zurück nach Wunderwald kommen, werden wir Schneetal niemals rechtzeitig zur Aurora erreichen. Vanessa habe ich noch nicht erwähnt, dass der Spiegel dich direkt nach Schneetal führt?
Wer von euch will die Aurora bei der schimmernden Schneeflocken-Sternen-Show sehen? Ihr Flieger, steigt auf! Und der Rest von euch kann in der königlichen Kutsche fahren. Seid ihr alle bereit? Sind wir, Eure Majestät. Der Letzte, der durch ist, ist eine saure Traube. Prinzessinnen-Mondblumen, die leuchtenden Luftballons, das bedeutet... Wir haben die Aufgabe gelöst. Und zwar als Team. Das ist unser letzter Edelstein. Wir haben somit die letzte Herausforderung bestanden und werden nun unsere Zauberkräfte von Königin Daviana erhalten. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle drei eure königlichen Edelsteine bekommen habt. Wir sind ja so stolz auf euch. Und vor allem darauf, dass ihr das alles geschafft habt, indem ihr gelernt habt, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir bekommen bald unsere Zauberkräfte. Nein, bisher noch nicht. Der Moment, in dem ihr eure Zauberkräfte erhaltet, ist etwas ganz Besonderes. Und das verlangt auch nach einer besonderen Dekoration. Genau, Bristol und ich haben noch einiges zu tun, um uns auf die königliche Zauberzeremonie vorzubereiten. Also, lassen wir euch jetzt allein, damit ihr den Ballsaal dekorieren könnt. Oh, ich kann's kaum erwarten, dass ihr Königin Daviana trefft. Das ist ja alles so aufregend. Na, dann würde ich sagen, es wird Zeit, dass wir loslegen. Ja, das schaffen wir. Vielleicht schaffen wir das doch nicht so einfach. Er ist so groß und wunderschön. Und womit sollen wir ihn schmücken? Wie wäre es mit ganz vielen Juwelen? Oder mit Glitzer. Was denkst du, Rose? Halt, wir wollen doch nicht, dass alles klebrig ist, oder? Gutes Argument. Und abgesehen davon haben wir hier gar keine Juwelen oder sonstige Dekoration. Ach, was sollen wir denn nur tun? Die königliche Zauberzeremonie ist doch schon heute Abend. Wo können wir bloß mehr Dekorationen herbekommen? Wie wär's, wenn wir ein paar Wolkenbäume herbringen? Gleit. Denkst du gerade auch das, was ich denke? Also ich finde auch, dass Erdbeereis sehr köstlich ist, aber was ich wirklich gedacht habe, ist... Dass man den Erdbeergeschmack mit Schokolade noch etwas mehr aufpeppen könnte? Nein. Dass wir die Eiscreme-Idee verwerfen und stattdessen lieber Kuchen essen sollten? Oh nein. Ich habe mir gedacht, dass wir die Gegenstände von der Schnitzeljagd benutzen könnten, um den Ballsaal zu dekorieren. Ja, die Ballons würden wunderschön aussehen. Und die Prinzessinnen-Mondblumen auch. Genau, und vergesst nicht die vielen schicken Fähnchen. Oh, wir können die ganzen Schätze der Königinneninsel zum Dekorieren benutzen. Los geht's! Dieses Labyrinth wurde vor Jahrtausenden von der ersten Königin gebaut. Wenn man alle Wege aneinander reiht, würden sie immer grün zweimal umrunden. Aber nur einer dieser Wege führt zu dem geheimen Ausgang. Vielleicht ist die Königin dort drin. Kennt ihr denn den Weg? Oh, wir haben das Labyrinth noch nie betreten. Ja, das bringt Unglück. Unglück? Umso besser, dass wir alle zusammen dort reingehen. Wir gehen doch zusammen rein, oder? Klar, die anderen sollten inzwischen von der Regenbogenkuppel zurück sein. Ja, das waren bestimmt 4 Nus. Vielleicht sogar 5. Los, wir sollten die Kutsche nehmen, um sie abzuholen. Hervorragende Idee. Dann viel Glück. Ich weiß, wir verlangen, dass ihr über euch hinauswachst. Aber das schafft ihr schon. Hoffentlich. So viel zu euren furchtlosen Anführern. Was die wohl für Geheimnisse haben? Ich bezweifle, dass es etwas Schlimmes ist. Wir werden uns später um sie kümmern. Denn jetzt braucht uns die Königin. Dieses Labyrinth löst sich nicht von selbst. Vorwärts! Bristol!
und Piola haben nicht gelogen. Dieser Ort ist verflucht. Ich weiß, wir verlangen von dir, dass du über dich hinauswächst. Ja, klar. Dass ihr über euch hinauswächst. Du bist ein Phönix und du bist ein Drache. Und das Labyrinth hat kein Dach. Gebraucht. Ja, du musstest dafür nur du selbst sein. Danke, ihr zwei. Für die Rettung der Königin würde ich alles geben. Aber ich bin froh, dass Rose in unseren Wunderwald gestolpert ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Aufgabe. Ihr habt auf dem regenbogenbedeckten Weg euren ersten Edelstein bekommen. Schon bald erhaltet ihr eure königlichen Zauberkräfte von Königin Daviana. Wir haben unseren ersten Edelstein bekommen und neue Freunde gefunden. Ich bin ja so aufgeregt. Ich auch. Wir halten so fest zusammen wie Glitzer. Seid ihr bereit für eure nächste Aufgabe? Ich hoffe, es hat was mit Schwimmen zu tun. Oder mit etwas richtig Lustigem. Die nächste Aufgabe ist voller Kurven und Wendungen. Aber auch Regenbögen. Oh, na klar, Regenbögen natürlich auch. Mit ganz vielen Regenbögen. Dies ist der königliche Regenbogen-Hindernislauf. Lauft ihr durch diesen glitzernden Parcours und überquert die Ziellinie, erhaltet ihr euren zweiten Edelstein. Ja! Ich kann es kaum erwarten, über jede Hürde zu fliegen, die mir in die Quere kommt. Ich bin Feuer und Flamme. Das schaffen wir. Ganz leicht. Das wird mit Sicherheit sehr gut klappen. Ich weiß, Rose. Ich auch. Es gibt nur einen winzigen Haken bei dieser super funkelnden Aufgabe. Um dieses Rennen für sich zu entscheiden, müsst ihr alle ab sofort eure Tierfreunde tauschen. Tada! Was? Ihr meint, ich soll diesen Parcours ohne Gleit machen? Ganz genau. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, tauscht! Hallo Gleit. Du bist süß, aber auch etwas glitschig. Oh nein! Hallo Wingly. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten, aber... Oh nein, ach du grüne Neune. Ich weiß einfach nicht, wie ich auch nur irgendetwas ohne mein Tierfreund Gleit hinkriegen soll. Moment, warte mal, Mora. Ich dachte gerade, auch wenn ich Wingly von Herzen gern habe und obwohl es sich irgendwie seltsam anfühlt, einen anderen Tierfreund für den Parcours dabei zu haben, ist es vielleicht Teil des Abenteuers, sich der Herausforderung mit neuen Freunden zu stellen. Man kriegt eine neue Perspektive. Da hast du recht. Und Wingly ist außerdem echt süß. Und seine weichen Flügel kitzeln. Wie Fallon immer sagt, kommt, lasst uns loslegen, Feuer frei! Ja! Okay, Mädels, auf eure Plätze! Ja! Ja! Um eure königlichen Zauberkräfte zu bekommen, müsst ihr nun die zweite Herausforderung meistern. Und denkt daran, viel Spaß mit euren neuen Tierfreunden zu haben. Wir sehen uns dann bei der Ziellinie. Keine Sorge, ich bin total schnell. Sunrise und ich haben bisher noch nie ein Rennen verloren. Yeah. Achtung! Fertig! Los! Yeah. Schon. Lasst uns das Rennen gewinnen und zur königlichen Zauberzeremonie gehen. Ich bin ja so gespannt auf meine Zauberkräfte. Oh, oh. Oh. Diese Regenbogenhürden waren echt anstrengend. Hey, Steam, wir werden nie gewinnen, wenn ich dich die ganze Zeit tragen muss. Whisk, was
machst du da? Wir sind doch noch nicht einmal im Nebelwald angekommen. Wir sind alle müde. Das ist ein Wettrennen. Es ist also normal, dass man müde wird, aber du musst weitermachen. Also los! Wir haben aber keine Zeit, uns die Regenbögen anzusehen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, nein. Jetzt hast du wieder Schluck auf, Rose. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich werde manchmal ein bisschen temperamentvoll, aber wir müssen jetzt weiterlaufen. Hey, die sind wirklich sehr hübsch. Vielleicht ist Gewinn nicht immer alles. Königin Daviana hält bestimmt auch manchmal inne, um sich die Regenbögen anzusehen. Ich weiß, dass es lange dauert, Sunrise. Ich hoffe, dass es Fallon gut geht. Meine drei Tierfreunde können nämlich ganz schön anstrengend sein. Da sind sie ja! Schneller! Lauft, Leute, los! Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt alle die Ziellinie überquert. Das stimmt, aber wer war Erster? Das waren wir! Wir waren die Ersten und das ist ein wunderbares Gefühl! Ehrlich gesagt, Diana, sind wir zwar sehr stolz auf euch beide, weil ihr den ersten Platz erreicht habt, aber die Aufgabe bestand darin, dass ihr und eure neuen Teamkollegen die Ziellinie gemeinsam überquert. Was nun bedeuten würde... Hashtag mit Teamarbeit ist der Traum nicht weit. Und da ihr zusammen diese Aufgabe so bravourös gemeistert habt, bekommt ihr nun euren zweiten Edelstein. Jetzt fehlt euch nur noch ein Edelstein, bis ihr eure Zauberkräfte von Königin Daviana erhaltet. Also das hätte ich von euch Mädels niemals erwartet. Und schon gar nicht am Tag, an dem ihr eure Zauberkräfte erhaltet. Der königliche Spiegel ist kein Partyportal. Wer ist zuerst durchgegangen? Der Verdächtige hat gestanden. Was haltet ihr von dem Angeklagten? Das reicht, Spring. Crystal, Piola, es tut uns leid, aber wir stecken in großen Schwierigkeiten. Königin Daviana und Cressy sind einfach spurlos verschwunden. Aber seit wann denn? Seit der Zauberzeremonie. Als wir den königlichen Thronsaal betreten haben, war die Königin einfach weg. Das ergibt aber nicht viel Sinn. Komisch. Ja, sehr, sehr komisch. Sind die beiden sonst auch immer so merkwürdig? Nein, normalerweise sind die ziemlich cool. Übrigens, meiner Meinung nach hat sich Königin Daviana gestern ziemlich seltsam verhalten. Seltsam? Oh, erzähl! Sie hat mir den hier gegeben. Ja, was hat das nur zu bedeuten? Ist doch offensichtlich, dieser Stein kommt aus dem Inneren der Regenbogenkuppel. Vielleicht hält sich dort die Königin auf. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Das ist eine tolle Idee. Nimm den Kristall und geh sofort hin. Piola und ich bereiten die Kutsche vor und treffen euch dann dort. Hey, Auszeit! Nur weil die Königin dir einen Kristall aus der Regenbogenkuppel geschickt hat, heißt das nicht, dass sie dort ist. Aber das ist die einzige Spur, die wir haben. Dann gehen Maura und Paulina allein dorthin. Der Rest von uns sollte erstmal den Ort des Verschwindens unter die Lupe nehmen. Dieses Schloss hier. Also gut, wenn du meinst, das halte ich für vernünftig. Gut, wir sind im Nu wieder zurück. Vielleicht in zwei Nus oder höchstens drei. Und wenn wir in vier Nus nicht wieder da sind, dann... Zünden wir eine Leuchtrakete. Oh, dürfen Spitz und ich auch mit? Wir wollen auch herausfinden, wie man Kuppeln aus Regenbögen bauen kann. Ich bin sicher, das wird dir gefallen.